Heute ist der 9. Mai 2015 für Österreich, für Europa und für die ganze Welt ein besonderer Tag, nachdem vor 70 Jahren dieser schrecklichste aller Kriege, der Zweite Weltkrieg, der vom verbrecherischen Naziregime begonnen wurde, endlich zu Ende gegangen ist. Und wer in diesen Tagen Fernsehberichte oder Filme über das Ende dieser schrecklichen Kämpfe, dieser Verbrechen betrachtet, der kann nur feststellen, dass wir glücklich sein können, dass wir 70 Jahre Frieden inzwischen erlebt haben. Ich selbst bin am 6. Jänner 1945 geboren, also kurz vor Kriegsende, und ich kann sagen, dass das ein Geschenk Gottes ist und eine Gnade der späten Geburt, dass ich selbst nur eine Zeit des Friedens erleben durfte. Aber diese Tatsache, dass wir in Europa endlich das Gemeinsame finden, sollte uns Warnung, Auftrag sein, dass Frieden, Harmonie, Gerechtigkeit in der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeiten sind. Auch Demokratie muss täglich neu erarbeitet werden. Und ich kann daher nur appellieren, dass wir diesen Gedenktag zum Anlass nehmen, alles zu unternehmen, gemeinsam zu unternehmen, damit nie wieder Krieg herrscht, damit die Menschen in Frieden und Eintracht leben und vor allem, dass unsere Kinder und Kindeskinder eine glückliche Zukunft haben.